Die große Kreisstadt Coswig ist nicht nur ein beliebter Ansiedlungsort für Industriegebiete, sie verfügt auch über ein attraktives Umland. Coswig ist umgeben von zahlreichen Wäldern, eingerahmt von lieblichen Höhenzügen und wird vom Elbestrom mitsamt seinem bekannten Elberadweg flankiert. Unzählige Touristen nutzen Jahr für Jahr unsere Stadt, um eine bestmögliche Ausgangsposition für die vielfältigsten Unternehmungen im Freistaat Sachsen in der Nähe der Landeshauptstadt zu haben. Aber auch die Einwohnerschaft Coswigs weiß sehr gut, welche wundervolle Naturgegebenheiten sich nahezu vor der eigenen Haustür befinden. Das Wandern stand schon immer bei vielen Menschen hoch im Kurs, hat derzeit sogar noch zugelegt. Die Freude daran lässt sich steigern, wenn es Wege gibt, die in optimaler Form Naturschönheiten mit kulturellen Höhepunkten verbinden. Während der letzten Coswiger Stadtratssitzung beschäftigten sich die Vertreter der Stadt mit der Bewerbung Top-Wanderweg. Die Stadt Coswig hatte sich nach einem Aufruf des Tourismusverbandes mit einem neuen Rundwanderweg für die Eintragung zum Top-Wanderweg beworben und das hatte Erfolg. Die Qualität der Wanderwege und das entsprechende Beschildern von Wanderwegen, die attraktiv und interessant ist, ist durchaus noch im Landkreis Meißen ausbaufähig und man hat einen Wettbewerb aufgerufen, dass man Vorschläge für neue Wanderrouten einreichen kann. Das haben zahlreiche Kommunen im Landkreis Meißen getan, so auch die Stadt Coswig hat einen Rundweg entwickelt, der natürlich jetzt nie neu gebaut werden muss, sondern der ein Zusammentun von verschiedenen Wanderwegen auf dem städtischen Gebiet ist. Und haben da verschiedene interessante Punkte als Wegstrecke aneinandergereiht, die auch per ÖPNV erreichbar sind, die Startpunkte und verschiedene Sehenswürdigkeiten bietet. Und haben diesen eingereicht und sind sehr wohlwollend geprüft worden. Das heißt also, dass es ein Abwandern durch Fachjury passiert zur Wegequalität, zur Beschilderung und zur touristischen Vermarktbarkeit. Und das hat dazu geführt, dass wir in der Top-10-Kategorie aufgenommen worden sind und wir ein sogenannter Top-10-Wanderweg dann wären, der unter einem etwas griffigeren Titel dann mal entsprechend vermarktet werden soll. Fortan trägt die neu kreierte Wanderroute den Namen Karas-Rundweg. Ihre Länge beträgt immerhin rund 17 Kilometer. Wer nicht ganz so viel laufen möchte oder kann, darf sich über eine kurze Alternative von nur 9 Kilometern freuen. Der neue Weg verfügt über die erforderlichen Qualitätsmerkmale und zählt ab sofort zu den Wanderlieblingen im Landkreis Meißen. Also erstens mal sollte er attraktiv sein. Er sollte nicht nur entlang eines Baches vielleicht gehen und schnurgeradeaus auf Asphaltstraße sein, sondern er sollte verschiedene Wegebeschaffenheiten haben. Er sollte verschiedene interessante Punkte in der Natur zeigen oder entlangführen daran. Wir haben verschiedene Stellen, wo man auch die Verschiedenheit unserer Landschaft sehen kann. Aussichtspunkt bietet es. Es bietet aber eben auch gastronomische Verpflegung an verschiedenen Stellen. Also Spitzkrummühle ist ja sicherlich allen im Begriff, aber auch entlang der Strecke gibt es noch andere Versorgungspunkte, wo man einkehren kann. An sowas muss auch gedacht werden. Es sollte möglichst für Jung und Alt was sein, also auch abwechslungsreich. Wir haben die Tafeln im Friedewald oben von der IG Friedewald, die also auch geschichtliches und naturmäßige Informationen liefert. Also er sollte möglichst ein breites Potpourri von Wünschen und Interessenslagen abdecken. Der Karas-Rundweg kann in Coswig am Spitzgrundteich begonnen werden. Gerade jetzt im Sommer gehört der See zu den schönsten Erholungsplätzen unserer Stadt. Durch den angrenzenden Spitzgrundwald am Lockwitzbach entlang kann man Flora und Fauna beobachten. Bis hin zum Forsthaus Kreiern. Am Kapellenteich kann schon mal eine kurze Rast eingelegt werden. Viele Wasservögel lassen sich hier gut beobachten oder wie im Moment zahlreiche Kaulquappen, die das Ufer säumen. Ab hier kann auch die kurze Alternative zum Seerosenteich genutzt werden. Wer die vollen 17 Kilometer gehen möchte, schlägt jetzt die Richtung zum Schloss Moritzburg ein. Hier erwartet die Wanderer ein grandioser Blick zum ehemaligen kurfürstlichen Jagdschloss der Wettiner. Umgeben ist das prächtige Gemäuer vom Schlossteich,
der den Reiz der gesamten Anlage wesentlich erhöht. Vorbei am Dippelsdorfer Teich kann über den Seerosenteich der Rückweg eingeschlagen werden. Es folgt der Hohe Stein als höchster Aussichtspunkt vor den Toren der Stadt Coswig. Mit etwas Glück kann man Bergsteigern beim Bezwingen der Felswand zuschauen. Wenige Schritte weiter geht es dann wieder zum Spitzgrundteich, dem Ausgangspunkt der großen Rundtour. Damit sich möglichst niemand verlaufen kann, sind im digitalen Zeitalter Möglichkeiten geschaffen worden, dass das nicht geschieht. Also analog werden Schilder aufgestellt, wie man so schön sagt, und im Digitalen ist der Weg schon digital erstellt worden. Wir haben eine eigene Internetseite für den Karas-Rundweg registriert und in den üblichen Wander-Apps wie Komoot oder Outdoor Active ist auch diese Route jetzt schon eingestellt, sodass man die auch sich downloaden kann von der Homepage. Und wenn wir noch ein klein wenig Geduld haben, dann ist es auch als standardisierter Weg in den Wander-Apps mit verfügbar. Der Karas-Rundweg ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beschildert und natürlich geschieht das Wandern auf eigene Gefahr. Wer mit dem eigenen Pkw kommt, kann am Spitzgrundteich einen Parkplatz finden. Auch mit dem Stadtbus ist der Ausgangspunkt gut erreichbar. Und dann geht es los, auf einer Route, die ganz sicher zu jeder Jahreszeit über ihren ganz eigenen Charme verfügt.